und erstmal die Ork-Bedrohung eindämmen, sodass wir da später keine Probleme haben. Schaue ich einmal für einen Kreuzer, Stufe 4. Wir können noch einen Kreuzer dazu nehmen und noch eine Crewmitglied, der nämlich den Techpriester. Und ich will sogar, zack, einen Kreuzer dazu nehmen. Die Gothic hat mir nicht gefallen. Ich würde tatsächlich gerne Diktator nehmen mit der Start- und Landebucht. Einfach um mehr Unterstützung zu haben in besonderen Situationen. Und bevölkt das Meuterei ist mit dem wird die Befehls beenden, ohne dass der Abzug Meuterei Unterstützung gibt Schildpunkte ab. Das ist natürlich auch cool, um dieses Schiff zu unterstützen hier. Aufklärung. Manöver. Ich würde sagen, dieses Schiff ist unser Unterstützer mit den Landebuchten, Start-Landebuchten. Da gehen wir tatsächlich nur auf Verteidigung, damit das Schiff so lange wie möglich aushält und sein volles Potenzial auch ausschöpfen kann. Dann können wir sogar noch das Escort-Ship mal aufrüsten. Wir haben ja genug Ruhm. Was benutzt wir am meisten? Wer nimmt die am meisten? Können wir hier noch die Lanzen verbessern, die Reichweite. Die Lanzen versuchen mir Schaden. Es war jetzt teuer, aber ich denke mal ganz wirksam. Zum Gothic-Sektor. Dann schnappen wir uns jetzt die Orks. Die Baller-Boys und die ganzen Viecher, die auf den Schiffen rumrennen. Dann sehen wir mal, wie wir den Sektor halten. Einmal nochmal gespeichert. Dann gehen wir nochmal schön in den Kreuzerkampf. Was haben wir denn hier? 400 Punkte. Xenos Minoris, ja. Xenos Angriff. Und dann nehmen wir gleich unsere beiden fetten Schiffe mit. Und die Unterstützungsschiffe. Die lassen wir diesmal mal zu Hause. Und testen das. Mit zwei großen, fetten Kreuzern. Ich bin mir nicht sicher, ob die Wahl jetzt so richtig war, da wir nicht so schnell manövrieren können und den Orkschiffen bei ihren RAM-Attacken ausweichen. Aber ehrlich gesagt habe ich gerade schon einen Plan. Wenn wir uns wieder in diesen Asteroidenfeldern aufhalten, sollten die Orks nicht so flexibel sein. Das Schiff mit den Landebuchten stelle ich mal hier hin. Wir können tatsächlich ein Bombergeschwader losschicken, Angriffsboote und Jagdgeschwader, was Torpedos abwehrt. Firestorm-Fregatten schicke ich mit ihren Lanzen nach hinten. Die können aus der Entfernung schießen. Und setzen wir mal auf bereit. Und das sind ziemlich viele Orkschiffe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind auf dem Sektor hier. Im Sektor. Steht hier auch. Ich schätze mal, das sind... Die meisten sind Escortschiffe wieder. Oder keine Escortschiffe, ich weiß nicht, wie man die jetzt bei den Orks nennt. Unterstützungsschiffe. Aber wir haben ja den Vorteil, dass wir uns jetzt hier einfach erstmal hinstellen können. Und bis die Orks da sind, schön mit unseren Torpedos deren Verteidigung schwächen. Liegen hier unsere fetten Kreuzer im Raum. Sieht schon geil aus. Also ich mag dieses Design. Einige finden es sehr gewöhnungsbedürftig, aber es ist mal was ganz anderes als diese hochtechnologierten Science-Fiction-Schiffe aus Serien, Büchern, ich weiß nicht. Es ist so richtig düster. So, das richten wir hier nochmal aus. Können wir hier nochmal losschießen, die nächsten. Die hatten keine Raketen, ne? Nein. Keine Torpedos. Die nähern sich auch langsam. Die sind ziemlich langsam, alle. Ich kann auch nicht einschätzen, was... Oh, da habe ich eben gesehen, das waren schon ein paar Treffer. Dann werden das wahrscheinlich die Kleinschiffe sein, weil die Großen mit ihren Schilden und ihren Abwehrkanonen das schon geregelt hätten. So mächtigen Kanonen hier.
Was ist das? Hier sieht auch relativ klein aus. Das ist... Können wir uns ein bisschen hier mal die Schiffe ansehen. Ist schon cool. Ich mag das. Dann können wir gleich die nächsten losschicken. Und das sieht echt gut aus. Da kriegen wir richtig schön Schaden reingedoscht. Oder besser gesagt, die kriegen Schaden rein. Und jetzt kümmern wir uns mal um die Schiffe, die sich da langsam nähern. Understood. Und die fahren wieder durch die Felder. Ship ready. Drehen wir uns noch mal ein bisschen Cruising speed set. taktischer dahin. Awaiting orders. Okay, da hat nur einer getroffen. So. At your command. Underway. Ship ready. So, und los geht's. Das ist nicht das Trägerschiff, Yes, das ist Admiral. okay. Orders received. Gehen wir hier aber mal in volle Your orders. Breitseite, dass wir da maximal Schaden raushauen können. Yes, Admiral. Sehr schön, das Schild wurde jetzt Ready. vernichtet. Ich würde jetzt mal gerne sehen. Oh oh. Den Torpedos entgehen wir mal. Das müsste also eine Fregatte sein, glaube ich. So, können wir jetzt mal unsere Feinde bitte sehen? Jetzt haben wir es. Okay, das ist nur ein kleiner. Den kriegen wir auch ohne Special-Kanönchen und Fähigkeiten hin. Er soll da weg. So. Die Lanzen können gut schießen. So, den Impact haben wir jetzt mal quasi gebrochen. Jetzt können wir mal ein bisschen hier Gas geben. Da haben wir das ja. Das erste große. Dann schicken wir gleich, würde ich sagen, schöne Bomber rauf. Da sehen wir das. Die Schiffe greifen den an. Underway. Ship ready. Helm coordinates acknowledged. Schön alles nutzen, was wir haben, bevor die anderen Schiffe da ankommen. Oh, 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 ein Kreuzer. Mit dem ist nicht zu spaßen. Und mein Schiff nimmt schon hier Schaden. Gut, dass wir... aus dem Weg. So. Das war von den Orks nicht schlau, schon ihren Antrieb zu starten auf die Entfernung. Wir haben auch nur noch ein Eskortschiff. Da oben haben wir noch einen Kreuzer. Angriffsboote schicken wir jetzt mal auf den. Da können wir dann den Antrieb zerstören. Und wir müssen mal in Entfernung gehen, damit die nicht rammen können. Sie sind viel zu nah an den Orkschiffen dran. Da können die ihr Potenzial voll ausschöpfen. Und wir sind eher auf Entfernung getrimmt. Wir müssen mal hier eine Fluchtaktion starten. Oh, 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 oh. Course plotted. Your orders. Engines hot. Das muss weg hier, das muss weg hier. Underway. Yes, das ist schon schwer beschädigt hier. Understood. Wir müssen mal drehen. Versuchen den noch mal eine Ladung Torpedos rein zu pfeffern.
acknowledged. Ship ready. Underway. Setting course. So. Wir müssen mit denen so ein bisschen mal auf Freizeite wieder gehen, weil wir haben noch ein paar Makrokanonen. Und das müssen wir mal nutzen, solange die auf den gehen. Ah! Schicken wir noch ein paar Bomber rein. Das sieht nicht gut aus für uns, doch. Naja, wenn man das gut nennen kann. Das Schiff geht rauf. Gut, unser Schlachtschiff ist weg. Wir konnten gerade noch ein paar... Hier wird nicht geflohen. Hier wird nicht geflohen. Selbst wenn das Schiff draufgehen sollte, wir kämpfen bis zum Ende. Denn wir haben den großen Vorteil, dass wir noch Schiffe an Bord haben. Auch wenn vieles von unserem Schiff schon kaputt ist und auch die Meuterei in Gange war, können wir durch die Entfernung immer noch Schiffe hinschicken. Und die Orks haben große Probleme mit Entfernung. Wir sehen das Teil nur nicht zum Anvisieren. Das ist jetzt ärgerlich. Deck ist auch noch beschädigt. Wir könnten noch abhauen. Aber ich wüsste gerne noch, wie stark beschädigt das Orkschiff ist. Acquiring new vector. Enemy ship sighted. Das schaffen wir nicht. Helm coordinates acknowledged. Ich kann nur hoffen, dass unser Captain das noch schafft, in den Warp zu springen. Glaube ich aber nicht. Nee. We've lost one of our ships. Wir hätten, glaube ich, mehr leichte Kreuzer mitnehmen sollen. Die waren zwar ziemlich mächtig hier und haben auch die Kreuzer, die leichten Kreuzer, schön aus der Umlaufbahn gepustet, aber gegen dieses dicke Schiff von den Orks, es ist einfach zu stark gepanzert auf die... Wir haben noch genug rum, um die zu reparieren, das ist es jetzt nicht, aber fürs nächste Mal merken, wir brauchen leichte Kreuzer gegen Orks, wir brauchen Schnelligkeit. Das können wir aber noch richten. Das macht gar nichts. Das war ja kein großer Schlag wie das Chaos damals. Und ich gönne mir das jetzt einfach mal direkt zu reparieren. So. Na gut. Also, wir haben ja alles schon gehabt. Niederlagen, Siege, heroische Siege und auch bittere Niederlagen, möchte ich mal sagen. Der Gothic-Sektor wird langsam auseinandergerissen. Die Elder kommen mit ihren Kusan-Schiffen und machen uns das Leben zur Hölle. Oder noch nicht, aber in naher Zukunft, schätze ich mal. Das Chaos ist auch am Erstarken. Wir haben zwar die Hand der Finsternis, aber das bringt uns noch gar nichts. Und im Namen des Gottimperators auf dem goldenen Thron auf Terra müssen wir hoffen, dass wir vielleicht Unterstützung aus dem naheliegenden System kriegen, wenn der Gothic-Sektor das nicht alleine stemmen kann. Und Abaddon ist auch noch nicht in Erscheinung getreten. Das wird noch ziemlich heftig, aber wir haben auch noch alle schwarzen Festungen, also es ist nichts jetzt großartig schlimm. Zwei verlorene Welten macht gar nichts, wir haben genug. Und dann werden wir mal sehen, wie das in den nächsten Folgen weitergeht. Ich verabschiede mich erstmal. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Und ja, dann freue ich mich auf die nächsten Folgen mit euch. Und dann, ja, tschüssi würde ich einfach mal sagen. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.